Hallo und herzlich willkommen hier zu Oxygen Not Included. Natürlich wieder in unserer hoffnungslosen Kolonie. Es geht weiter hier. Jo, beim letzten Mal haben wir da mal ein paar Schienen anders verlegt, damit das Zentrallager hier bestückt werden kann. Ja, jetzt wollte ich eigentlich heute auch die Rakete wieder neu betanken. Das wird jetzt aber schlecht möglich, weil unser ganzer Wasserstoff hier gefroren ist momentan. Ja gut, wir können mal gucken, was fehlt denn überhaupt, ne? Was ist noch drin? Das ist der große Gasfrachtcontainer, der hier angezeigt wird. Wasserstoff. Okay, wir haben noch 112,5 Kilo drin. 900 passen da rein. Und insgesamt sind es 1800 in beiden Tanks. Dann ziehen wir den Rest hier ab. Also das wären 1,7 minus 12,5. Dann sind wir bei 1,687,5. So, das kann ich ja mal an der Tankstelle einstellen. 1,687,5. Punkt 5. Ja, nehme das sogar an. Ich kann den Zähler mal zurücksetzen momentan. Es taut hier zwar schon jetzt wieder ein bisschen an, aber ja. Im Moment wird halt noch nicht betankt. Irgendwann wird es betankt. So, was haben wir denn hier? Ach, da kommt jetzt auch das Material. Ja, die Schiene ist auch fertig. Perfekt, das kommt dann auch ins Zentrallager. Ich hoffe dann, wenn man tatsächlich mal alles, was so ein bisschen lose rumliegt, so arg, wenn man das aufräumt, dass es vielleicht dann vom Ruckeln her wieder ein bisschen besser wird, weil das auf einen Punkt konzentriert und das muss nicht alles hier für sich berechnet werden. Ja gut, wobei meine Mod hier, wo mir das jetzt mehr zusammenfasst, ich weiß nicht, ob die vielleicht da ein Problem kriegt dann hier oder hat oder verursacht. Ja, das muss man mal schauen, ne? Also müssen wir erstmal mal gucken, dass es hier so langsam mal wieder auftaut hier. Aber es wird schon passieren. Ja, wir brauchen natürlich jetzt auch noch Sauerstoff. Flüssigen Sauerstoff, der ist hier gelagert. Ein Oxidator maximal 54 Kilo. Was fehlt denn? Wir haben... Ne, das ist Minus. Wir haben 28,1 Kilo noch drin. Jetzt muss ich wieder rechnen. Das sind dann 400... Wären 422 und sind 421,9 Kilo. So. 421,9 Enter. Zähler zurücksetzen, das können wir schon machen. Wobei der Zähler dadurch ja auch zurückgesetzt wird, ne? Im Prinzip können wir den Prozess ja schon starten, aber ja, momentan kann die Pumpe halt nicht pumpen, weil sie eingeeist ist. So, aber der Sauerstoff, der kann jetzt nach wie vor schon mal laufen hier. Gut, hier seht ihr aber auch, dass zum Beispiel die Flüssigkeit hier... Ich hatte eigentlich immer die Sorge, dass das zu viel wird und dann irgendwann der Tank auch platzen könnte, ne? Aber wir haben ja den auch nie so gebaut, dass er halt nicht platzen kann. Man könnte es halt nur so, wie ich schon mal gesagt habe, dass man so eine Art Sicherheitsbehälterprinzip macht, aber dann wären wir da wahrscheinlich mit beiden Dingern doppelt so breit vom ganzen Aufbau her. Und es könnte auch ein Problem geben, wenn wir das halt hier mit diesen luftdurchlässigen Ziegeln bauen, dass wenn praktisch Gas in den Ziegel drin steckt, das weiß ich halt nicht, ob das so ist, wenn das dann sich abkühlt, oder flüssig wird, beziehungsweise dann dadurch, ob das nicht in dem luftdurchlässigen Ziegel dann zu einem Problem führt, dass der dann kaputt geht. Das weiß ich nämlich nicht. Weil wenn Gas dann kalt wird und ja, man müsste es mal irgendwo in einer Sandbox simulieren zum Beispiel. Aber dazu habe ich auch überhaupt gar keine Zeit dazu, ne? So vieles machen, aber dazu habe ich echt keine Zeit. Dann, wenn ich mir jetzt was recht überlege, habe ich ja einen Fehler begangen.
Also nur einen minimalen. Also eigentlich hätte ich hier den mittleren Kanal ansteuern wollen hier. Das kann man ja nochmal ändern hier. Das ist jetzt kein großes Problem. Ich meine, man könnte auch zwei oder so, das macht aber keinen Unterschied. Weil die Schiene, das würde sich halt dann aufteilen, aber im Endeffekt, dass die Maschine dann mehr liefern kann, das geht halt auch nicht, ne? Wenn sie voll belastet ist, dann ist da einfach keine Luft mehr sozusagen nach oben. So, da wird sogar schon Aluminium gebracht, jawohl. So, und das hier, das hat sich jetzt hier beruhigt. Dadurch, dass wir hier neues Material reingebracht haben auch, hat sich das ein bisschen abgekühlt. So, wir wollen das hier nicht verändern. Und dann müssen wir hier das auch nochmal, dass das nicht so blöd hier passiert. Mein, man kann das zwar machen, wir wollen ja hier nichts. So, jetzt haben wir hier ein bisschen mehr Luft drin, aber das macht auch nichts. Das heißt jetzt nicht, dass wir nachfüllen müssen, ne? Aber wir können aber nachfüllen. Dann müsste ich nur hier kurz wieder eine Brücke installieren. Können wir zum Beispiel hier machen, dass wir da wieder befüllt sind. Aber eigentlich ist es jetzt gar nicht mal so schlimm, wenn da ein Feld frei ist oder zwei Felder. Das erachte ich jetzt nicht als Problem. Aber wir können natürlich das auch ganz sicher machen, idiotensicher. Dass man da einen Ausgleichsbehälter dazu stellt jeweils immer. Dass wenn was fehlt, dass der das dann gleich nachdosiert, ne? So, und jetzt wollen wir das hier zurückbauen. Dann mal... Na gut, ein bisschen Wasserstoff geht hier halt jetzt verloren. Das ist schade drum eigentlich, aber ich kann es nicht verhindern. Ich werde jetzt hier mal einfach hergehen, dass man Teil davon tatsächlich hier wieder zurückdrücken. So, jetzt hat sich das Problem hier auch behoben hier, dass wir da keine Temperaturen haben von jenseits in guten Böse hier. Ah, das wird natürlich blöd. Aber es ist blöd. Das will ich aufräumen. Eigentlich noch vor dem Ziegel hier. Weil der Ziegel hier verbaut wird. So, aufräumen. Das restliche Keramik hier oben kann liegen bleiben. Aber das andere möchte ich halt jetzt hier nicht verschwenden. Da bringt ja schon Baumaterial. Wehe, ihr baut das jetzt gleich. Ne, gut, okay, es wird noch nicht gebaut. Ja, gut, jetzt können das aber dann zubauen. Da habe ich jetzt dann nichts mehr dagegen. Ich möchte es jetzt einfach hergehen, dass ich das Gas hier wieder in den Raum reindrücke. Wir hatten vorher ein bisschen Überdruck auf jeden Fall und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir das wieder mehr kriegen. So, gut, hier wie gesagt geht ein bisschen was verloren. Baue ich dann mal hier noch ein Ziegel und den Rest, den können wir dann eh abbauen hier wieder. Die Schleuse, die brauchen wir eigentlich jetzt nicht mehr. Das können wir abwischen. Jetzt habt ihr das Oxalit hier liegen lassen. Ihr seid mir Helden, also echt. Ja, ich mag das eigentlich drum nicht so mit dem Oxalit dann hier. Ja, die paar Gramm, die gehen. Schau, wie schnell das weggeht. Ja, das war jetzt halt verschwendet. Leider. Mal im Moment stellen wir es halt hier auch noch mit Gold her, ne? Gold haben wir gar nicht, oder Gold? Ich weiß gar nicht, ich glaube Gold. Ja, wozu eigentlich braucht man hier Gold bei dem Oxalit? Wenn es die Tiere zum Beispiel, die können das ja ohne Gold herstellen, diese Puffs hier. Die machen das zack. Und plumpst den hinten raus und dann ist gut, ne? So, lass mich mal schauen. Jawohl, ja, das hat sich jetzt eigentlich so gestaltet, wie ich das möchte. Dann bauen wir hier noch einen Block hin und hier noch einen Block. Genau, der Atommüll wird jetzt gleich mal recycelt, der flüssige hier.
Und das können wir eigentlich auch schon zurückbauen. Wozu brauchst du denn jetzt? Hä? Was war denn das für ein Krampf? Warum ist der jetzt gerade dahinter gelaufen mit dem Chatanzug? Merkwürdig. Na, das Granit. Das ist ja aus Granit. Ach, tatsächlich. Ich habe gedacht, ich hätte jetzt aus Magmatit gebaut, aber ja gut. Die kann man auch aus Granit bauen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Da oben ist es eigentlich relativ egal. Oder ich hatte halt gedacht, das Ganze wäre aus Keramik. Ah nee, das Rohr war aus Keramik, genau. Da haben wir gesagt, ja, wir bauen das mal richtig aus dem Besten, was wir haben. Ja, und dann haben wir jetzt gleich wieder unser 2 Kilo hier. Dann haben wir das meiste vom Wasserstoff hier sozusagen uns gespeichert hier, ne? Und das kann dann auch weg hier. Jetzt haben wir das ein für alle Mal hier praktisch behoben, das Problem. So, und dann kannst du auch die Leitern hier noch demontieren. Die braucht nämlich auch keiner mehr. So. Sehr schön. Ein Problem weniger. Wie gesagt, es wird wahrscheinlich eh nicht auf Dauer so bleiben, das Ganze hier. Weil ich wahrscheinlich oder... Ja, ich weiß es halt wirklich noch nicht. Die Rakete werde ich irgendwann außer Dienst stellen. Ah, die ist jetzt auch fast voll. Ein Schuss noch. Und dann möchte ich sehen, ob die dann wieder selber startet oder ob ich das einfach mal nochmal auslösen sollte. Ja, wir könnten auch die Rakete starten. Die wäre jetzt im Moment voll betankt. So, warte mal. Sauerstoff hat funktioniert, oder? Ja. Okay. Steht auch nichts in der Leitung oder so. Nö. Haben wir also perfekt gemacht. Beziehungsweise, warte mal, wir haben ja... Ah, nee, das haben wir perfekt ausgerechnet. Ah, fehlt halt bloß noch der Wasserstoff und das wird jetzt hier... Das wird halt doch noch eine Weile dauern, bis das wieder auf die Temperatur runterkommt. Es kommt jetzt zwar neuer Wasserstoff rein, wärmerer Wasserstoff und... gut, der schafft es halt jetzt noch nicht so ganz... das Kühlmittel so weit runter zu kühlen. Das ist halt noch so eiskalt, ne? Da müssen wir halt wirklich mit der weiteren Erkundung noch ein bisschen abwarten. So, jetzt wollen wir noch mal gucken. Warte mal. Achso, ja, ich habe es eingeklappt. Ich wundere mich gerade. Ja, Erde haben wir trotzdem keins. Warte mal, lass mich mal nach Dings gucken. Nach Grossista. Wie schaut es denn eigentlich da momentan aus? Was haben wir da? Ein Eisenvulkan. Ja, den könnten wir eigentlich auch mal so langsam aktivieren. So, wie geht's meinen Bienen? Ja, dann scheint es sehr gut zu gehen hier. Bester Atommüll. Ach, die produzieren auch Atommüll. Interessant. Ah ja, gut. Naja, warum nicht, ne? Oder haben die jetzt im Moment... Wie viel Strahlung ist hier eigentlich? Weil es heißt radioaktives Nest. So viel ist es gar nicht. Tatsächlich nicht viel. Das ist ja die Umgebungsstrahlung hier viel, aber... Was ist hier? Strahlungsblockierung 2%. So, ich wollte ja hier was testen. Wenn ich jetzt hier aufmache, ob die dann da ein neues Nest bauen. Wie sind das eigentlich? Haben die... Die sind glücklich. Ja, aber die, kann man die eigentlich auch pflegen? Das ist die Frage. Wahrscheinlich kann man die auch pflegen, oder? Alles so was Sache, wo ich noch nicht getestet habe. Und wenn ja, bringt mir das was, wenn ich die pflege. So, jetzt hat sich da eine neue hier rein. Ich meine, ich könnte jetzt die Tür gleich auch wieder zumachen. Ja,
Ach so, ja, die hier. Die sind frei. Weil mein Test ist eigentlich, ob die da ein neues Nest bauen. Ich meine, das habe ich halt schon aus eigener Erfahrung gesehen oder beziehungsweise, ja gut, ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall, dass es geht, weiß ich. Oh Gott, da hat sich ein Haufen Eis gebildet. Das muss ja eigentlich wieder weggegraben werden. 1, 2, 3. Das können wir komplett weggraben hier wieder. Ganze Eis. Da war es wieder kälter, wie gedacht. Nee, was ich ja gucken wollte, war nach Erde, aber Erde haben wir ja auch keine im Moment mehr, ne? Beziehungsweise die Erde selber, die brauchen wir eigentlich hier oben auch für die Blumsklos. Ich meine, da wäre es halt tatsächlich einmal, ich habe gesagt, eigentlich soll es ja keine bleibende Kolonie werden. Aber eigentlich könnten wir da auch richtige Klos bauen, dass wir Erde unabhängig werden. Was brauchen wir aber trotzdem? Wir bräuchten halt ja dann immer Filtermaterial, Sand, ne? Damit wir das Wasser aufbereiten könnten für die Toilette. Ja, man könnte auch was ganz was anderes machen, aber das ist, ja, das ist irgendwie umständlich. Man könnte zum Beispiel auch das verschmutzte Wasser aufkochen, dass es praktisch zu Dampf wird. Den Dampf wieder kondensieren und den dann zu den Toiletten zurückführen. Also das Wasser, das wäre halt sehr, sehr aufwendig. Na gut, da haben wir wieder Eis wahrscheinlich geschmolzen, da zu Wasser. Ja auch, das ist nämlich hier übergelaufen. Okay. Wie sind das momentan? Also hier schaut es natürlich schon aus, dass... Ah ne, die sind alle gerade unterwegs. Drum habe ich gedacht, da werden jetzt die Anzüge wieder alle kaputt. Moment mal, hier haben wir Druckschäden. Wodurch kommt denn das? Wodurch kommen hier die Druckschäden? Ah, das hängt mit dem verschmutzten Wasser zusammen. Ja. Ja gut, das könnten wir umgehen, wenn wir daher gehen, da oben eine Reihe luftdurchlässige, nee, Gitterziegel bauen. Da könnten wir das Ganze doch umgehen, dass das hier defekt geht. Dann machen wir das Ganze halt noch einen höher. Gut, zumindest, das funktioniert richtig genial mit dem ganzen Schwefel umwandeln, ne? Ja, weil das kann ich halt nicht brauchen, dass der hier den ganzen Sedimentgestein zum Beispiel hier verschwendet. Dann kann sich nämlich das Wasser hier nach oben ausdehnen. Dehnen, nicht dehnen. Hat nichts mit den Dänen zu tun. Ja, was hat das für Temperatur? Okay, 63 Grad. Da haben wir gesagt, so tief brauchen wir es ja nicht kühlen, ne? Eigentlich, das wäre nur Verschwendung. So, aber wie gesagt, hier gibt es eigentlich keine Erde. Ich überlege nur gerade, Sand haben wir nämlich hier auch nichts, ne? Das müssten wir auch erst importieren. Sand ist halt auch wieder so ein Problem. Sand haben wir halt auch nicht. Sand könnte man herstellen oder beziehungsweise irgendwas im All rausschürfen wieder. Sand wird aber auch durchs... Ja, wir könnten auf einem anderen Planeten genügend Sand haben. Gucken wir mal ganz kurz. Sand haben wir nämlich gar nicht hier, ne? Sand. Sandstein. Ja, man könnte... Ah doch, wir haben... Ja, wir haben immerhin 26,5 Tonnen Sand hier. Ja gut. Dann wäre es tatsächlich relevant. Was haben wir eigentlich hier? Was haben wir hier kompostiert? Ach ja, die verschmutzte Erde. Jetzt weiß ich es wieder. Okay. Mal schauen. Können wir das dann... Ja, das können wir hier wahrscheinlich nicht mal mit anhängen. Das ist das Problem. Warte mal.
Das läuft halt auch nicht immer ganz, ne? Aber man könnte mit den Vulkanen und ein anderes Stromnetz machen tatsächlich noch. Warte, wir rüsten das Ganze um. Wir haben ja zwei Netze. Aber wir können da noch ein paar Solarzellen bauen. Das wäre auch nicht. Ja, und dann halt da nochmal so einen Schwachstromkreis zu bauen, ja. Ich hatte mir halt gerade gedacht, ob man die Vulkanwärme halt zum Dings nehmen, um die Toiletten zu reinigen. Dann würde ich die Blase hier innen sozusagen noch ein bisschen ausbauen. Na gut, der verschmutzte Sauerstoff, naja. Ist halt jetzt so, ne? Warte mal, was habe ich eigentlich da immer runtergeschmissen? Gar nichts. Perfekt. Ich habe hier gar nichts runtergeschmissen. Naja, dann kann ich das Ding ja abreißen. Nee, jetzt einmal ernsthaft. Wie waren das hier gedacht? Wie viele Leute sind hier überhaupt am Planet? Vier. Okay. Man könnte die Toiletten ja auch hier hinbauen. Die Betten nach oben. Das war eigentlich immer angedacht. Ich baue hier mal sicherheitshalber ein fünftes Bett hin. Ach, hier ist es sogar. Oh, Überdruck, okay. Warum ist der Überdruck? Jetzt kommt vielleicht durch CO2, das kann natürlich sein. Zerlegen. Zerlegen. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt das hier zerlege, das Bett? Wird dann rausgeschmissen, also wenn ich das. Nö, okay, nur. Doch. Jetzt steht er doch auf. Nee, oder? Nee, keine Ahnung, hat ausgeschlafen gehabt, okay. Nicht, dass ich ihm da das Bett unter der Dings wegreiße hier. So, wir können ja auch noch zusätzlich einen neuen Tisch hinbeibauen. Dann bauen wir hier die Toiletten. Ah, das passt hier aber nicht, ne? Es passt nicht so optimal. Warte mal, stopp, stopp. Ich habe eine neue Idee. Apropos, oh, Moment mal, Kalorien. Ja, da müssten wir, glaube ich, ja mal aktiv werden, oder? Ich weiß nicht. Oder haben wir hier einen Anzeigefehler? Ich meine, wir haben da mal Essen rübergeschmissen. Ah, es wird noch was in der Rakete wahrscheinlich sein. Aber wir sollten hier mal wieder Essen rüber schaffen. Ich meine, gut, dass wir geguckt haben, ne? Warte mal, wir machen mal die Tische hier oben hin. Okay. Da können wir hier unten wirklich die Toiletten reinbauen. Das Bett muss noch weg, wenn das denn möglich wäre, bitte. So, warte mal, dann tue ich mal hier gleich Essen reinliefern. Wir nehmen, was nehmen wir denn? Am besten was, was nicht verdirbt, das wäre Bärenmatsch, ne? Bärenmatsch? Haben wir noch Bärenmatsch? Hallo? Warum zeigt, haben wir keinen Bärenmatsch mehr? Wollt ihr mich jetzt echt verarschen, dass wir keinen mehr haben? Hier keinen Bärenmatsch mehr. Was ist da los? Was ist da los, Leute? Bärenmatsch, ja. Arbeitsauftrag. Donnenbären. Okay, sollte eigentlich hergestellt werden. Aber wir müssten doch da noch viel mehr haben. Bärenmatsch.
Ah, da wird ja normalerweise ja nicht nach oben geliefert, oder? Da liegt eine Barbecue drin. Das kann es doch aber nicht sein. Das muss ich mal nachchecken. Bären. Matsch. Ja. Wir haben wirklich den kompletten Bärenmatsch hier verschwendet. Ja, eigentlich sollte ich das nur den Außenkolonisten gestatten und Also ich meinte, wir hätten viel mehr Bärenmatsch. Mach hier mal einen neuen. Bei Graubeweizenkörner und so müssten wir eigentlich genügend haben mittlerweile. Ne, das tut mir jetzt so ein bisschen stutzig machen, dass wir keinen Bärenmatsch mehr haben. Echt? Das macht mich fertig. Das macht mich tatsächlich fertig. Naja gut, was haben wir denn sonst viel? Tofu? Aber da aus dem Tofu müsste jetzt Dings gemacht werden eben. Angebackener Tofu oder wie das? Pikant, genau. Aber ja, da fehlen uns die Nüsse. Wie sind das eigentlich? Der Tofu verderbt der? Tut er verderben? Das weiß ich auch nicht. Was, Keime töten? Ach, der Kochprozess. Ja, okay. Wo ist denn da was davon? Pinscherpfeffer und Nüsse? Sind ja welche drin. Ist da kein Tofu drin? Wo ist das ganze Tofu hingekommen dann? Das müsste ja doch auch. Ach, da liegt's. Okay, Tofu kann verderben. Ja, ich sehe es gerade. Also bekannter Tofu ist dann auch nicht. Das ist tatsächlich einzig und allein der Bärenmatsch, der... So, jetzt gucken wir mal. Ernährung. Was ist jetzt schon wieder los? Nährstoffregel. Ja gut, das dürfen alle. Gucken wir, ob die Scrollleiste funktioniert. Ja, irgendwie, ihr seht schon, das bekannt. Warum rutscht es immer rüber? Ich mache mal Pause, ne, dass es hier wieder rüber rutscht. Vielleicht rutscht es dann nicht rüber. Bärenmatsch. So, jetzt schalte ich das mal für alle weg. Also für neue, aber für alle halt. Ne? So, jetzt muss ich rausfinden, wer... Gut, das können wir jetzt hier am Hand des Planeten rausfinden, auf jeden Fall. Die sind auf einem anderen Planeten, also die dürfen den Bärenmatsch essen. Ich meine, wenn ich sie wieder zurück, ja, dann werde ich es wahrscheinlich wieder vergessen. So, wer ist denn dann als noch im All? Das ist die große Preisfrage. Ich glaube, Gossman. Gossman erlaube ich das dann einmal. Und ansonsten, wer war es noch? Ich bin nicht ganz sicher, ob es Barney auch ab und zu ist. Warte mal, das können wir nachprüfen, indem wir in der Rakete nachgucken. Wer da als Pilot alles eingestellt ist. Also hier müsste es Gossman sein. Besatzung. Gossman, ja. Hier. Bird. Okay, also Ernährung. Also warum das so lange dauert, das verstehe ich nicht. Hallo. So, jetzt hat er gehört. Bärenmatsch für Bird. Ja, so. Okay, wer ist noch? Mal, wenn wir da ein bisschen geschickt rangieren. Muss ich nicht da gar nicht aus dem Bildschirm raus. Besatzung. Wer ist hier eingeteilt als Pilot? Ups, was ist das?
Saddle hat Max blaue Haare. Ach, hier ist noch kein Pilot eingeteilt. Ach so, ja gut. Wenn wir da einen einteilen, dann müssen wir dann dran denken, dass derjenige Bärenmatsch essen darf. Das sollten jetzt eigentlich alle Duplikanten eingestellt sein. Oder haben wir hier schon geguckt? Ich weiß es gerade gar nicht. Nochmal zur Sicherheit kontrollieren. Ja, okay, passt. So, ja. Dann haben wir das Problem eigentlich gelöst, dass da nicht so ein Haufen Bärenmatsch verschwindet wird. So, aber trotzdem. Den vorhandenen Bärenmatsch, den... Ja, verhungern. Nee, es ist Mima, oder? Das ist aber nicht... Das ist nicht hier, ja. Nee, das ist nicht auf Grossista. So, wo ist denn hier der Teleporter wieder? Da ist er. Nee, das ist... Doch, das ist der richtige. So, warte mal. Ist da noch was eingestellt? Nee. Essbar. Bärenmatsch. Das wundert mich echt. Wir hatten mal so viel Bärenmatsch und der ist alles verbraten worden hier. Grenze 20. Ja gut, 20 Einheiten. Was ist das? Wie viel Kalorien? Na, das dürfte eigentlich... ausreichend sein. Ach, der Zähler ist schon zurückgesetzt. Manuell ist zugelassen, jawohl. Ja, bis jetzt hat es noch keine Warnung gegeben, dass die kein Essen drüben haben. Aber ja, das ist halt auch wieder, ne? Ja, aber es ist halt jetzt wirklich zufällig, dass wir es jetzt mal gesehen haben, dass die kein Essen haben. Lass uns mal gucken. Ah doch, da wird neuer Bärenmatsch hergestellt. Perfekt. Super. Ah ja, da wird auch schon was weggenommen. Jo, also da ist dann kein Thema. Kein Problem. Ich meine, nur in der Kolonie hier gibt es natürlich auch das andere Essen, was verderben kann und was halt super ist. Bloß drüben mal halt in Außen und im Weltall gibt es das einfach mal nicht. Das lege ich jetzt einfach mal hier fest. So, da werden auch Samen reingeliefert, okay. Wobei... nicht weiß, ob ich hier tatsächlich Samen drin haben möchte. Ich meine, das ist jetzt als solches nicht schlimm. Ja komm, das ist nicht schlimm. Wir haben das sonst halt immer den Fischen da unten, aber das bringt halt auch nichts. Ich weiß gar nicht, die Fische, was scheiden denn die aus? Ich glaube aber, dass die halt auch Erde ausscheiden, ne? Verdauung. Ach, verschmutzte Erde, ne? Na, ja, das ist natürlich blöd. Akku. Verschmutzt der. Gut, das ist halt auch wieder. Von denen kriegt man halt keine reine Erde, ne? Ja gut, dazu hatten wir eigentlich hier angedacht, dass man die Pips, aber ich glaube, die Pips müssen sich pflegen, damit sie sich vermehren können. Weil so machen die es nicht, ne? Na, ja, wir kriegen hier nämlich auch gar keine Anzeige. Aber ich will eigentlich schon, dass die wild bleiben. Aber ich werde sie wahrscheinlich pflegen müssen, weil sonst werden die kein Ei legen von sich aus so schnell. Da legen die nur, ja, ich bin Altei sozusagen und ja, und du meine Gattung hier sozusagen hier erhalten. Ja, ich bin Altei. Na, wir müssen die wahrscheinlich pflegen, weil sonst hätten wir hier schon mehr. Wo ist das nochmal drin? Das ist ja, glaube ich, unter Nahrung, ne? Ne, Quatsch. Der Pflegerdinger nicht. Der ist in der Station. Pflegestation. Ja, machen wir einfach jetzt. So, mittlerweile hat es jetzt auch geregelt hier. Oder wir haben, glaube ich, haben Eis reingebaut, damit die Temperatur für die Bäume erträglich wird, oder? Ne, doch noch nicht. Immer noch zu hoch. Das ist knapp über 40, das nervt mich. Und ich krieg's jetzt auch tatsächlich nicht weiter. Es hat sich nämlich wieder. Ja, es hat sich halt jetzt wieder. Ist halt hier, ist es halt etwas zu warm hier, ne? Hier oben ist es in Ordnung. Und hätten wir das weiter hochgebaut, dann hätte es wahrscheinlich funktioniert. Hm, wenn ich jetzt hierher gehen würde. Ja, das wird auch nichts vorbringen, ja, das Ganze. Hm. Wir müssten das kühlen. Wir müssten es einfach nur kühlen.
Oder warte mal, können wir nochmal mit Eis vielleicht was machen? Klima, Wärmetauschplatte, Eis. Ich baue nochmal zwei Platten rein, das ist mehr als genug. Wobei eine wird auch reichen. Eine wird auch reichen. Das Wasser, was da dann frei wird, das kühlt das Ganze dann hier. Weil sonst wächst uns der Baum nicht. So, gut, das Ganze gedehnt, das dribbelt dann hier wieder runter und ja, das ist natürlich nicht schön. Was willst du machen? Ja, das ging schnell. So. Das Wasser kommt, ja, genau. Tröpfel, Tröpfel. Wir lassen es einfach mal laufen. Ah, jetzt wächst nicht der Baum auch wieder, ne? Ja. Hat es wieder heruntergesetzt. Ah ja, jetzt wird er auch schon gepflegt. Der Piep, also wir haben Zeit. Ah ja. Hab gedacht, die Tierpfleger wären ein bisschen überfordert, aber nö, sind sie scheinbar nicht. So, wischt mir das jetzt mal ab hier. Ja, Wasser ist einfach schlimm, das, wie sich das hier so ausbreitet immer, ne? Trippel, trippel, oh je. Ja, da hätten wir zum Beispiel auch welche, die Sand produzieren, aber die brauchen halt verrotteter Haufen. Wir brauchen halt irgendwelches Zeug, was verrottet ist. Und das habe ich halt auch nicht auf Halde hier sozusagen. Ich meine, ich kann essen, das, was wir haben, verrotten lassen, aber es ist nicht Sinn der Sache. Sag ich es jetzt einfach mal so, ne? Weil was anderes fressen die, glaube ich, nicht. Ja, hier tropft nichts mehr runter und es geht immer noch weiter und immer weiter hier. Und da hat es jetzt aufgehört, okay. Nö, doch nicht. Hehe, hat mich gerade verarscht, das Wasser. Aber wir wischen ja gern, ne? Das machen wir wirklich gern. Warum nicht mal jeder mal, jede Folge ein bisschen wischen, ne? Das macht wirklich Spaß. Ja, und das Wasser, das sind kleinste Grammmengen hier, die sich hier dann immer verteilen, ne? Also wie sie das hier verteilen kann, das ist halt das, ne? Wenn du das dann so wolltest, wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Dann wird es sich nie so verteilen. So extrem. Leute, ihr habt es nicht ganz optimal verwischt hier, ne? Auch hier alles abwischen wieder. Na gut, wir können hier oben mal an den Türen wischen. Vielleicht hilft es ja was. So, gut, dann sind wir aber heute eigentlich schon wieder durch, ne? Und haben eigentlich nicht viel gebaut. Jetzt werden wir uns jetzt noch mal kurz zurück nach Dings gehen. Nach, ach so, ja. Nach Soylina. Nee, nicht Soylina. Grossista habe ich gemeint. So, okay, das ist jetzt soweit gemacht. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Toiletten. Toiletten, Toiletten. Das wird man erstmal noch andingsen. Jetzt muss ich mal schauen, was ist denn das hier für eine Leitung eigentlich hier? Das ist eine Kühlleitung, ne? Ja. Macht die uns ein Problem bei unseren Toiletten? Wahrscheinlich ja. Aber ich will es mal nicht verschreien, dass es so ist. Sanitär. Toilette. Ja, doch, die macht uns da ein Problem. Der Gebäudeeingang, ja, ja. Das ist natürlich nicht so schön. Das muss ich dann ausklammern. Na gut, nee, ausklammern kann ich nicht. Ich muss die
Bahn verlegen einfach die. Da haben wir eh nicht so viel drin. Jetzt eigentlich ganz blöd, ne? Dass das da verläuft. Aber was passiert jetzt eigentlich? Kann das da oder wird das dann beschädigt, wenn das hier reingeht? Das ist nämlich hier die Kühlleitung. Die kühlt hier die Turbinen. Ja, die müsste man ein wenig verlegen. Da hilft alles Beten nichts, wie so schön heißt. Dann machen wir es ganz anders. Wir gehen hierher. Ziehen hier noch ein bisschen eine Plattform ein. Und verbauen dann gleich mal die Leitung neu. Die wird man hier einfach nach unten verlegen. Dann brauchen wir hier eine Brücke. Einmal so, einmal so. Na gut, das tun wir jetzt halt mal erstmal abschneiden hier. Vorläufig. So. Das hier ran. Muss man natürlich aufpassen, das ist der Rücklauf. Heißt, das kommt hier dran. Und das dann da oben ran. So, warte mal. Das soll nämlich nicht sein. Wir werden die Wasserleitung ja wahrscheinlich nochmal brauchen ein bisschen, aber. Aber das vielleicht mitverwenden, das ganze Thema. Wobei. Was ist denn das hier für eine Wasserleitung? Ah, da habe ich mal Wasser hier reingepackt. Im Dampfraum. Die Leitung brauchen wir als Ganzes so jetzt auch nicht mehr. Ich meine, hier könnten wir halt sogar Salzwasser zum Beispiel als Frischwasser machen. Aber wir müssen trotzdem das Wasser hier eben aufreinigen wieder. Sonst haben wir hier einfach alles irgendwann voll mit gelbem Wasser, ne? Mit Pipi-Wasser. Das ist eigentlich blödsinnig. So, warte mal, das reiße ich ab. Ich reiß. Ah, ich weiß es nicht so richtig. Aber das brauchen wir auf jeden Fall nimmer. Mal, wobei wir die. Nee, die Brücke brauchen wir hier. Das brauchen wir auch nicht mehr. Das lassen wir anders laufen. Das schneiden wir mal ab derweil. So, sanitär. Toilette. Toilette. So, ja gut, die kann. Ne, wir bauen die aus Kobalterz. Und zwar drei Toiletten. Jetzt weiß ich gar nicht, gibt es hier Dings Bleistein. Dann könnte man nämlich hier so ein Handwaschding hier machen aus Bleistein. Drei Toiletten. Ja, oder wir lassen es einfach sein. Mit Händewaschen wird überbewertet. Ekelhaft, ich weiß. Mal, da könnte man noch eine Toilette hinbauen. Ja, es wäre halt jetzt die Sache, halt, ob man dann halt hier ein Waschbecken bauen oder eben nicht, ne? Das ist ja komischerweise auch in der Medizin. Handdesinfizierer.
Ja, man könnte den mal bauen, ne? Wenn wir Bleistein haben, dann ist es gut, wenn nicht, dann ist es halt nicht. Mache ich auch hier. Gut, das wird man dann das nächste Mal oder so mal fertig bauen. Ich sage auf jeden Fall wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Merkt ihr beim nächsten Mal, wie ich es hier immer sage. Ne? Ja, ciao, sagt euer Lego.